Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einem weiteren Part Train Life. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch. Ich freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest. Wir verabschieden uns hier aus Dortmund und es geht in dieser Folge nach Nürnberg, denn wir haben ein paar Paletten, die wir da hinbringen müssen. Und wir kommen unserer Passagierlok immer mal näher. Dementsprechend freue ich mich natürlich. Ich glaube, wir hätten auch schon längst mit der Lok hier Passagiere fahren können, aber ist egal. Für mich ist das hier einfach eine reine Diesel-Lok. Ist halt so, ne? So. Ja, ich habe jetzt hier komischerweise, seitdem ich jetzt hier in Dortmund bin, immer so eine Mini-Ruckler drin. Immer so eine mini-stehenden Hänger drin. Ich hoffe mal, das Spiel crasht mir jetzt hier nicht gleich. Das wäre nämlich äußerst unschön. Der ganze Speicherfortschritt weg oder sowas. Ja, dann wäre das natürlich alles mega mau, ja. Vielleicht geht jetzt gerade die Sonne auf. Naja, nee, nicht wirklich, nicht um zwei. Wer weiß, was da jetzt gerade los ist. Verabschiedet sich die Spielengine oder sowas. Müssen wir mal im nächsten Part dann mal einen Neustart machen. Vom Spiel vielleicht. Weil ihr seht es halt selber, ne? Also, es ist halt kontinuierlich. Ja. Sieht aus wie so in so einem bestimmten Zeitmuster oder sowas. Gefühlt. Alle 2-3 Sekunden so, weißt du? Naja, unschön. Hoffen wir mal nichts Schlimmes. So, aber wie gesagt, auf geht's nach Nürnberg. Wenn wir denn Glück haben, können wir dann, wie gesagt, uns eine neue Lok kaufen. 200.000 kostet das gute Stück. Und ich habe natürlich aber währenddessen schon mal so ein bisschen reingelinst in... Oder bei Steam, ne? Ich hatte ja gesagt gehabt, ich will mal reingucken, was so die Bewertungen denn so angehen, ja. Und da steht drin, größtenteils positiv. Allerdings auch nur bei 110 Rezensionen. Ich bin halt kein Mensch, der eine Rezension schreibt. Von daher, ja, tut's mir leid, lieber Entwickler, dass ich sowas nicht schreibe, dafür mache ich Videos. An sich, wie gesagt, 110 positiv. Und viele vergleichen tatsächlich den Train Life mit den Eurotruck-Simulator und den Tourist-Bus-Simulator mit den Simulator nur diesmal auf Schienen. Tja, also sind wir doch eigentlich alle schon wieder der gleichen Meinung. Hoffen wir es, dass der Entwickler wirklich daraus jetzt was macht und das Ding jetzt nicht fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Ne, das wäre sehr unschön. Oh, das nervt irgendwie. Du hast nun keinen Zugang mehr. Ah, wisst ihr, was das sein könnte? Also, klar, das wird jetzt diese Mini-Hänger kann jetzt ein Bug sein, ja klar. Ich habe da auch einen neuen Motor eingebaut. Vielleicht macht der Motor Probleme. Aber was anderes wüsste ich jetzt nicht, was das Problem ist, warum der jetzt hier. Das hat er doch gerade die ganze Zeit nicht gemacht. Jetzt habe ich Upgrade hier durchgeführt. Und seitdem haben wir jetzt hier gefühlt Verschlechterung. Nicht so nice. Wir müssen nach links. Die Sonne geht jetzt aber langsam sicher auf, wird wieder heller. Schön. Ich finde immer so dunkle Aufnahmen immer furchtbar. Sieht man halt relativ wenig, ne, von der Spielwelt. Ich würde schon sagen, dass sie mehr Dampf hat, ne? Also, die ist deutlich, deutlich zügiger unterwegs. Müssen wir mal gucken wieder, dass wir jetzt hier nicht... Ja, müssen wir wieder aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder durch jedes einzelne... Oh, wirklich. Oh, gut, also das werden wir nicht schaffen heute in dem Part. Das schaffen wir nicht, Leute. Das tut's mir leid. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich meine nicht eben schnell immer neu speichern, neu laden kann, wenn der mich hier wieder an irgendeine andere Position setzt. Mist, müssen wir jetzt mit leben, jetzt, bis wir in Nürnberg ankommen, jetzt mit diesem stehenden Bild. Wie
will jetzt nämlich auch keinen Fortschritt verlieren, so weißt. Das ist jetzt mein Problem. Aber das nervt irgendwie. Auch ja, er schreibt hier, ne? Inhalt wird gespeichert. Bitte nicht das Spiel verlassen, aber. Tja. Das hat er meiner Meinung nach auch gemacht, wo ich den Zugang gekoppelt hatte. Und dann standen wir auf einmal wieder ganz woanders. Ja. Early Access halt, ne? Das sind so die Nachteile eines Early Access Spiels. Was? Oh ja, also bremstechnisch hat sich da jetzt wirklich was verbessert. Das ist jetzt so wirklich ratzfatz runtergegangen. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Tatsächlich, wir müssen links bleiben. Links bleiben. So. Und jetzt links. Und jetzt können wir wieder feuern. Und jetzt wieder rechts. Wir wollen natürlich nicht aufs andere Gleis rüber. Muss jetzt aber auch dazu. Oh ja, hier. Was ist hier los? Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. So eine Grafikfehler hier. Geht das Spiel gerade kaputt? Muss dazu sagen, ist jetzt auch das, der längste Part, jetzt, den ich jetzt mal hier so am Stück aufnehme. Ich glaube, beim ersten Part waren es bloß tatsächlich eine halbe Stunde oder sowas, wie ich da aufgenommen hatte. Rechts, perfekt. Sieht aber gefühlt bewölkt aus, ne? Vielleicht kommt ja Regen. Das ist deswegen irgendwie jetzt so gerade immer so in so einem bestimmten Abstand jetzt gerade so ruckelt. Ja, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Was ist es? Ja, aber schön, haben wir unseren ersten Abriss auf jeden Fall durchgeführt hier. Oh, die Sonne geht auf. Ah, ich liebe das. Aber wieder kein Regen, ja, das ist echt öde. Müssen wir mal gucken. Genau, wir wollen nämlich nicht nach links, wir brauchen das Gleis nämlich nach, nicht nach rechts, das Gleis nach links, mein Gott, jetzt hier, verdammte.
Oder du wirst bestraft. Ja, schön. Freue ich mich. Stehe auf Bestrafungen. Es gibt hier auch ein Radio. Du kannst hier Radio aktivieren. Mal jetzt natürlich aus GEMA-Gründen jetzt hier nicht, ja. Mann, das ist genau. Da hast du hier irgendeine Extra-Taste mit R oder sowas. Ich guck gerade. Hier gab es ein Radio. Auf einmal ging da irgend so ein Standard-Radiosender an. Ich hab mich da voll erschrocken. Also wenn es euch denn hier zu langweilig wird hier in der Lok, könnt ihr natürlich A, eure eigene Musik natürlich hören, so im Hintergrund halt, ne? Oder B, könnt ihr hier einfach das Radio hier anmachen. Ich versuche ja nun schon so viel zu kommentieren wie möglich, ja, damit euch natürlich nicht langweilig wird und ihr immer brav gespannt seid mit dem Zuhören. Versuche ich auch so längere Passagen mal nicht einzubauen. Das ist immer schwierig, wenn du halt auch alleine bist. Jeder weiß das wahrscheinlich, der zumindest mal probiert hat, mal ein Let's Play aufzunehmen. Und es war ja damals ja auch schon bei dem Ice Dragon ja mal so ein Problem gewesen. Er alleine konnte halt, er kann das nicht. Ihm ist das unheimlich schwer gefallen, alleine ein Let's Play halt aufzunehmen, weil ihm immer irgendwelche, ihm sind halt nie Themen eingefallen oder ja, so alleine quatschen halt. Ja, das ist schon, das bedarf schon Übung tatsächlich, ja. Also es ist halt nicht so einfach. Aber ich meine, mittlerweile so nach 5 Jahren oder sowas habe ich mir das eigentlich ganz gut angeeignet, dass ich das eigentlich relativ gut hinbekomme. Und euch halt immer so, up-to-date immer halten kann halt in den Let's Plays, dass wir ja halt auch uns ein bisschen unterhalten können. Natürlich könnt ihr auch gerne Fragen stellen, ja, dass wir die vielleicht auch mal so ein bisschen im Let's Play, ja, behandeln können vielleicht auch. Also ist alles möglich, Leute. So, Hannover Hauptbahnhof direkt voraus, also schön. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir nicht vordurchfahren, sondern wir müssen wieder... Wir fahren durch. Hannover Hauptbahnhof, Dienste und Stationszugang. Sehr schön. Hannover Hauptbahnhof, erwarten jetzt Ihre Ankunft. Alles klar. Sehr schön. Fahren wir durch, Hannover durch. Jetzt ist ja alles falsch gegangen hier. Schön auf dem falschen Gleis jetzt auch noch. Hallo, ihr seid so ein bisschen im Teer eingebuddelt, habe ich gesehen. Da, hier schon wieder. Ach, Leute. Freue ich mich schon drauf, wenn wir hier die ersten Passagiere hier abholen können. Das wird nett. Und dann sind wir auch endlich da, wo es dann halt auch so ein bisschen zu unserem Kanal passt. Denn, wie gesagt, mit Fracht hat es natürlich ein bisschen wenig mit ÖPNV-Simulation zu tun. Habt da recht. Aber es geht ja jetzt hier aktuell ja nicht anders. Und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, irgendwie passt die Lok nicht als Passagierlok. Aber ihr könnt mich natürlich eines Besseren belehren. So ist es natürlich nicht, ne? So, aber wir müssen trotzdem nach rechts weg. Es ist tatsächlich echt nicht besser geworden, ne? Das mit diesen Mini-Rucklern. So, genau. Nach rechts weg. Aber auch hier, wie gesagt, keine einzige Lok ist uns entgegengekommen. Zum Aufnahmezeitpunkt hat gerade auch der Entwickler auf Steam einen Livestream gemacht. Auf Steam einen Livestream, genau, der Entwickler. Und hat natürlich ein bisschen drüber gesprochen. War tatsächlich ein bisschen interessant. Also, falls euch sowas interessiert, ne? Tatsächlich ist es mittlerweile auch so, dass man sowas halt auch bei Steam findet, halt so Livestreams und alles sowas. Und gerade wenn es so vom Entwickler mal kommt, ist ja auch schon immer eine spannende Sache. Ihr könnt natürlich eure Fragen stellen dann halt immer, ne?
Ich persönlich finde es immer ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie es euch immer so ergeht. Wir haben es ja im Livestream zu Onsi, haben wir euch ja gefragt gehabt, wie fandet ihr so die Gamescom und alles sowas. Viele haben es gar nicht mitbekommen, dass Gamescom war. Ja, ist halt blöd, ne? Mit digital und alles sowas. Da geht schon so ein was kaputt, finde ich. Aber für mich ist es halt immer so, wenn die Gamescom vorbei ist, nähern wir uns dem Ende des Jahres. Das finde ich fürchterlich, Leute. Fürchterlich finde ich das. Ich will nicht schon wieder Winter haben. Spieljahr ist fast vorbei. Ich meine, klar, jetzt kommen die ganzen Blockbuster raus im Oktober, November, ne, um das Weihnachtsgeschäft natürlich noch anzukurbeln, mitzunehmen. Ja, mit Battlefield, Forza Horizon, Call of Duty und weiß ich, wie sie alle heißen. Ne. Um das Weihnachtsgeschäft nochmal so richtig abzukassieren. Also es geht jetzt erstmal richtig los, so für die Consoleros und alles, was ich freue mich ja auch schon drauf, ja. Aber trotzdem ist es halt immer so ein bitterer Beigeschmack, wenn die Gamescom dann zu Ende ist, weil du weißt ganz genau, jetzt fallen die Blätter bald ab, es wird regnerisch, es wird kalt, aber das ist eigentlich die perfekte Zockerzeit dann. Ja, wer geht denn noch freiwillig raus denn halt, ne? Wo sind wir denn jetzt aktuell? Ja. Was? Ja. Hui, 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 hui. Und gerade bei diesem Spiel hier jetzt hier, ja, wo du halt ein bisschen weniger machen musst, als jetzt wie zum Beispiel bei einem Omsi oder sowas. Bei Omsi musst du halt schon, ne, Verkehr, Gasbremsen, Tür auf, Tür zu und so weiter und so fort. Hier musst du halt ein paar Tasten drücken, so fährt er von alleine. Musst ja kaum was machen. Musst ein bisschen Signale beobachten, ein bisschen gucken auf der Karte, wie musst du fahren und so weiter und so fort. Aber so im Großen und Ganzen schon hast du hier echt weniger zu tun als bei manch anderen Spielen. So, also, warte mal jetzt. Ja, ich muss nach rechts, genau. Sieht so komisch aus auf der Karte, auf der Minimap. Hui. Ach, ich finde das ganz nett eigentlich. Wie gesagt, also zur Ankündigung nicht damit gerechnet, dass mich sowas erwartet hier und dass ich damit irgendwie Spaß in Verbindung bringe, aber es tut's und das bin ich halt mega happy drüber, muss ich gestehen. Weil es halt immer noch für mich halt immer eine Sache ist, es gibt es wohl doch noch, dass mich Titel tatsächlich überraschen können, dass mich Indie-Entwickler überraschen können, dass nicht nur absoluter Schrott erscheint, halt, ja, das ist halt immer schön zu wissen dann. Sag jetzt nicht im Tunnel. Wo soll das Tier hin? Lag sie mich, aber da müssen wir gar nicht lang. Haha. War da falsch gefahren? Ich wollte schon geradeaus weiterfahren. Dachte mir so, warte mal, jetzt stimmt irgendwie was nicht. Irgendwas passt gerade nicht. Aber nochmal die Kurve gekriegt. So, ihr Lieben, das soll es aber schon wieder gewesen sein von unserem Part hier heute. Spektakulär, wie schnell die Zeit manchmal so vorbeigeht. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Eieiei, jetzt sind wir noch am Gegenlässt. Jetzt müssen wir das jetzt schnell wieder ausbessern hier. Ist auch eine schöne Ansicht. Ansicht. Ansicht.
Ansicht. Meine Güte, Deutsch ist aber auch heute schwer. Das erinnert mich so an diese japanischen Spiele. Kennt ihr die? So Digital Go. Ja, habe ich damals auf der PlayStation unglaublich gern gespielt. Aber sie waren halt super streng. Also da ist das Bestrafungssystem ist da schon echt fies. Nee, aber was wollte ich sagen? Ja, Leute, es ist vorbei für heute. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Party wiedersehen. Dann sollten wir auch in Nürnberg ankommen. Ich habe extra jetzt so drauf geachtet, dass wir jetzt so die Mitte finden von der Strecke, dass wir dann auf jeden Fall im nächsten Part in Nürnberg ankommen. Also würde ich mich natürlich freuen, euch dort natürlich wieder begrüßen zu dürfen. Und sonst, ihr wisst ja, wie immer, lasst mir gerne ein Like da, wenn ich dir das Video gefallen hat. Würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Und ja, kannst natürlich auch was Nettes in den Kommentaren posten. Ich lese immer wieder gerne. Und von daher würde ich mich jetzt verabschieden. Ich bedanke mich und ja, würde mich natürlich freuen, euch wieder zu sehen. Bis dahin, tschüss!